Okay, come now, let me see. Komm jetzt, lass mich sehen. Pranam Maharaj. Maharaj, many times, I asked this yesterday also. Ich habe das gestern schon gefragt. Oft sprichst du von dieser Nachforschung, herauszufinden, wer bin ich? Und etwas anderes ist, wenn mir Leute dich zum Leiden befragen, dann fragst du die andere Frage, herauszufinden, wer ist denn der Leidende? So, Maharaj, Leiden scheint eine größere Motivation zu finden, herauszufinden, wer bin ich? Also, wie soll ich das machen? Okay, das ist deine direkte Frage, ja? Du leidest und du möchtest wissen, wie du aus dem Leiden herauskommst. Wie leidest du denn? Oh, es gibt da mehr als eine Sache. Der Körper, das Alter, die emotionalen Schmerzen. Schmerzen ist etwas, das, da gibt es eine Tatsächlichkeit da drin. Aber das Leiden ist eher so etwas wie eine Einstellung gegenüber der Schmerzen. Das Leiden ist optional und der Schmerz ist nicht optional. Aber die Art und Weise, wie der Schmerz empfunden wird, das ist auch Interpretationssache. Das ist manchmal persönlich oder es ist oft persönlich. Wer leidet unter diesem Schmerz? Er kann es ein Maß geben und sagen, okay, vielleicht einer, der ist so, da gibt es eine Skala von 1 bis 10 und der leidet unter 8 und sagt, ah, das ist okay. Und jemand anderes sagt, bei 2 vielleicht schon, au, au. Gibt es da ein Instrument, um zu messen, wie schmerzvoll Schmerz ist oder ist das eher etwas Subjektives? Der Schmerz hat etwas mit dem zu tun, für den der Schmerz kommt. Und das kann sich verändern. Je nachdem auch, wie sehr du davon abgehaftet sein, nicht angehaftet sein kannst. Ich habe einen Neffen und wenn ich zum Haus meiner Schwester gekommen bin, dann hatten wir dieses kleine Spiel, dass ich ihn gefangen habe und ihn gekitzelt habe. Er war vielleicht damals 6, 7 Jahre alt. Und ich habe gesagt, ja, komm her, Nathan, komm her, und gekitzelt, gekitzelt. Und das war so eine Art von Tradition. So war es jedes Mal, wenn ich dorthin gegangen bin. An eines Tages, da war er vielleicht gerade 7, da habe ich gesagt, oh, ich komme und kitzel dich. Und er hat gesagt, stopp, stopp, stopp. Und er hat gesagt, jetzt kitzel mich, Onkel. Auf einmal hat es keinen Spaß mehr gemacht. Na los, kitzel, kitzel. Na, habe ich gesagt, und er, Da habe ich gesagt, wow, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das bedeutet, dass du etwas mit deiner Aufmerksamkeit machen kannst. Du kannst es von etwas entziehen, vom Ort des Geschehens. Was hast du getan? Was ist da passiert? Habe ich gefragt. Und er hat gesagt, ich bin einfach nur leer geworden. So, das ist die gleiche Sache. Manche Leute sind fähig, ihre Aufmerksamkeit von Sachen zu entziehen, vielleicht vom Verstand, der sagt, oh, ich werde gekitzelt werden und ich werde das vielleicht nicht aushalten und es wird schrecklich sein und wir gehen damit. Aber selbst Schmerzen, was als tatsächliches Phänomen erkannt wird, kann auch auf verschiedene Art und Weise wahrgenommen werden. Leiden ist etwas anderes. Ich kann mich daran erinnern, dass es da eine Unterhaltung gab in Mumbai im Satsang von Sri Nisargadatta Maharaj. Als der Master im Satsang gesprochen hat, hat er gesagt, hat ihm jemand gefragt, Sir, Ihre Wörter sind sehr machtvoll für mich, aber kann ich etwas sagen? Wenn ich ganz ehrlich bin, hat dieser junge Mann gesagt, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass ich immer das Leiden erfahre. Und der Master war sehr schnell im Antworten. Er hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Du erlebst nicht das Leiden. Du leidest unter der Erfahrung, unter dem Erleben. Aha.
Du erfährst nicht das Leiden, sondern du leidest unter deiner Erfahrung. Was bedeutet das? Er hat eine Option daraus gemacht, eine Wahl. Das Leiden ist kein Ding, es ist ein Zustand. Du erfährst das Leiden nicht, sondern du leidest unter deiner Erfahrung. Und das bedeutet, dass sich das verändern kann. Wenn das Leiden etwas wäre, dann etwas Tatsächliches wäre, dann würden alle und darunter leiden. Aber er sagt, das Leiden, du leidest unter deiner Erfahrung. Und warum leidest du unter deiner Erfahrung? Das bezieht sich jetzt wieder auf deine Frage. Wie kann ich das Leiden beenden? Wie kann ich da herauskommen? Und ich sage, finde heraus, wer der Leidende ist. Hast du versucht, das herauszufinden, wer der Leidende ist? Kann es da das Leiden geben ohne einen Leidenden? Nein. Also was ist das, was wichtig ist für das Leiden, ist nicht nur der Schmerz, sondern auch, dass es da eine Identität geben muss. Die sagt, oh, das kann ich nicht aushalten, das ist einfach zu viel. Es kann auch sein, dass der Schmerz kommt und jemand sagt, oh, bitte hör auf. Und trotzdem können sie auch nicht das verloren haben, der das erfährt. Und wenn ich sage, kann wirklich der Leidende identifiziert werden kann? Und was hast du damit gemacht? Was hast du herausgefunden? Ja, ich kann sehen, dass es da eine Identität gibt, an der ich festhalte. Und du, der an dieser Identität festhält, wer ist das? Okay, jetzt machen wir etwas langsamer. Du sagst, ich habe daran festgehalten. Das, was du ich nennst, der an dem Leiden festhält, wer genau ist das? Ist dieses Ich stabil? Kannst du dich darauf verlassen, auf diese Stimme? Das ist eine offene Frage. Ist dieses Ich, das sagt, ja, ich halte daran fest. Ich habe nicht am Lachen festgehalten, aber am Schmerzen. Oh, an diesem Gefühl des Leidens, daran habe ich mich festgehalten. Was ist dieses Ich? Es ist nicht etwas Verlässliches. Warum? Warum? Weil es sich verändert und auch die Sachen, die es mag oder nicht mag. Es ist offensichtlich, dass da du so sprichst, dass das beobachtet werden kann. Kann das beobachtet werden oder nicht? Und wenn es beobachtet werden kann, was bedeutet es, dass du nicht das sein kannst, was du beobachten kannst? Du kannst nicht die Sache sein, die du beobachtest. Denn sie kommt und geht in deine Aufmerksamkeit hinein und heraus. Wenn du diese Sache wärst, wenn es geht, wenn sie geht, dann wärst du auch gegangen. Und du, aber du bist da, um zu sagen, sie ist jetzt gegangen. Also du bist da, um zu beobachten. Und gestern habe ich darauf hingewiesen, auf diese Selbstwahrnehmung, das Gewahrsein unser Selbst. Und das beginnt mit dem Gefühl des Seins, dass du weißt, dass du existierst, dass du weißt, der Körper ist hier und du bist dir dessen bewusst. Dann habe ich gesagt, anstelle die Aufmerksamkeit auf das, was im Verstand aufkommt, zu legen, auf Gedanken und Empfindungen, die aufsteigen, lege deine Aufmerksamkeit auf das Gefühl des Seins. Versuche es mal und du wirst vielleicht überrascht sein. Lege sie auf, beachte nur das Gefühl des Seins und lass es nicht mit irgendwelchen anderen Gedanken sich verbinden. Bleib im Gefühl des Seins. Und wenn wir diesem Hinweis folgen, dann fangen wir an, ein Gefühl von Ausdehnung zu erfahren oder Frieden und eine Stille. Der Lärm des Verstandes ist nicht hier. Und wir spüren Dankbarkeit und sagen Danke und spüren wirklich, ich bin wirklich nur genau hier gerade. Und mein Sein ist gerade nur hier. Und das ist ein sehr konzentrierter Zustand. Und ich habe euch gefragt, jetzt, was immer ihr wahrnehmen könnt, kann nicht eure endgültige Wahrheit sein. Denn selbst dieses Gefühl des Seins
Even the sense of selbst das Gefühl des Seins. The earliest manifestation arising die erste Manifestation, die vom Absoluten aufsteigt, das Gefühl, ich bin und des Seins even sind eins. Beingness is observable. Selbst wenn dieses Sein beobachtbar ist, if your very being, wenn dein wahres Sein, das näher, das inniger ist, das, was es sehen kann, wo ist das? Sind da schon Leute von der wackelnden Brücke gefallen? I have not gone this way with you. Yes, I have, but not ich bin noch nicht in diese Richtung mit euch gegangen bisher. The sense of being. Dieses Gefühl des Seins, selbst wenn ihr euch eurer Selbstbewusstsein seid auf dem Niveau des Seins und ihr achtet einfach nur auf euren eigenen Gefühl des, der Existenz, ohne Geschichte, ohne Beziehung, einfach allein zu sein, extern und intern. Im Inneren. Und das alleine wird großen Frieden bringen und große Freude und Zufriedenheit, Selbstliebe fängt an, hier zu fließen. Aber heute sage ich, wenn selbst das beobachtet werden kann, was beobachtet dann das? Kann das gesehen werden? Kann das gesehen werden? Ja. Wenn es nicht gesehen werden kann, wie können wir wissen, dass es existiert? Der Fakt ist hilfreich. Je subtiler dieses Gefühl des Seins wahrgenommen wird, das ist ein Fakt. Das ist already a proof. Das ist schon ein Beweis, das ist schon bewiesen. Da gibt es noch etwas Subtileres als dieses Gefühl des Seins. Versuch nicht zu denken, oh, was ist das? Denn der Verstand wird dir sagen, oh, ich helfe dir, ich werde es dir zeigen. Euer privates Google wird auftauchen. Ich weiß, was das ist. Nein, so kann es nicht gekannt werden in diesem klassischen Sinne. Es kann nicht von euch getrennt gekannt werden. Denn es gibt da keine Trennung in ihm. Da ist es das Ultimative, das ist das Selbst. Grasp. Wer kann das begreifen? Wow. Is it grasped merely as a kind of common sense? Wird es als kind of like, etwas yes, intellectually, allgemeines begriffen this? Auf einem intellektuellen Niveau? Then in a way I could say you are found that which dann könnte ich auch sagen, ihr habt das gefunden, was nicht gefunden werden kann. Ihr habt das erreicht, was nicht erreicht werden kann. Ihr habt gesehen und seid im Sehen von dem, was nicht gesehen werden kann. You are one with that which could never be two. Ihr seid eins mit dem, was nie zwei sein konnte. And you, what about you? Und was ist mit dir? Maharaj, es ist nur ein intellektuelles Verstehen. Who says it's an intellectual understanding? Wer sagt, dass es ein intellektuelles Verstehen ist? Sagt das der Intellekt, dass das ein intellektuelles Verständnis ist? Ist nicht auch der Intellekt selbst beobachtbar? Ist nicht selbst die Intelligenz auch wahrnehmbar? This is an intellectual understanding also perceived. Ist nicht das Sagen zu sagen, dass es ein intellektuelles Verständnis auch nur wahrgenommen? Yes. Ja. By what is it perceived? Und von was wird es wahrgenommen? Even the thing that is saying, yes,
selbst das Ding, das sagt, also für mich ist das nur ein intellektuelles Verständnis. Das wird doch auch wahrgenommen. In dem Moment, wo es ausgesprochen wird, der Atem, der es spricht, das ist auch wahrgenommen. Und jetzt ist es wie eine Wolke vorbei geblasen, aber vielleicht scheint sie noch hier zu sein durch Erinnerung und die Wichtigkeit, die diesem Moment und dieser Aussage beigemessen wird. Gehe ich damit zu weit, das zu sagen? Was ist mit dir? Nein. Ich folge dem Zug, Maharaj. Dem was? Dem Gedankenzug. Der Gedankenzug, wohin geht der? Warum folgst du dem Gedankenzug? Wohin geht der? Du schaust den Zug der Gedanken vorbeiziehen. Gehst du auch vorbei? Nein. Ich beobachte. Ist es dann gesund, diesem Zug der Gedanken zu folgen? Sie gehen von alleine. Und sie verschwinden, um wieder Platz zu schaffen für den nächsten Zug der Gedanken. Warum solltest du dir darum Sorgen machen oder Gedanken darüber machen? Achte auf dich selbst. Was bedeutet das? Einfach nur der Zeuge zu sein. Is that an action that is to be taken? Ist das eine Handlung, die getan werden muss? Witnessing is already there. Das Bezeugen findet schon statt. Etwas ist sich dessen bewusst. Meine Aufmerksamkeit bewegt sich und richtet sich oft auf die Gedanken und versucht, das irgendwie auszuarbeiten. Aber jetzt muss sie einfach nur bei mir bleiben. Und das ist gesund für eine Zeit. Aber jetzt was? Was ist der Sinn, was ist der Wert da drin zu beobachten, zu bezeugen? Etwas zu beobachten, hier in diesem Kontext der Suche nach der Wahrheit. Es ist nur dafür da, zu bestätigen, dass alle Sachen, die beobachtet werden können, sich verändern. Was auch immer sie sind, sie verwandeln sich. Du kannst keinen beständigen Kontakt mit irgendetwas beibehalten. Selbst noch nicht mal mit deinem Lieblingskonzept. Das wird auch vergehen. Wenn man das weiß, dann lässt du es beiseite. Es geht von alleine. Das ist die erste Sache. Dass alle Sachen, die wahrnehmbar sind, vorbeiziehen. Wie Wellen, wie Wolken. Sie ziehen vorüber. Wenn wir das gesehen haben, dann kehrt die Energie zur Quelle dieses Beobachtens selbst zurück. Und du wirst dir der Umgebung, des Zeugenseins selbst bewusst werden. Denn es gibt da keine Energie, die verschwendet werden muss auf Sachen, die sich die ganze Zeit verändern. Also das, was all das bezeugt und beobachtet. Du wirst dir dessen bewusst und das ist hier. Und du bist nicht mehr zerstreut in deiner Beobachtung, die überall umherspringen, wenn selbst dieses Beobachten beobachtet wird. Kann ich das so sagen, selbst so? Kann selbst diese Funktion der Wahrnehmung wird auch selbst wahrgenommen? Kann das wahrgenommen werden? Habt ihr euch bewegt? Ja, ich kann dieses Beobachten beobachten. Zu dem Punkt, wo der Beobachter beobachtet wird. Wer ist da? Was ist da? Was kannst du davon berichten? Everything is spontaneously observed, without alles ist spontan beobachtet, mühelos. You wake up in the morning. Du wachst am Morgen auf. Musstet ihr da erstmal die Sinne anschalten? Augen, Ohren, Body. Körper? No, automatically they come into Nein, automatisch fangen sie an zu funktionieren.
with the arising of consciousness, all the functions mit dem Aufsteigen des Bewusstseins wachen alle Sinne automatisch auf. Was hast du dafür getan? Hast du die Lunge angekurbelt? Nein, alles ist schon da. Was machst du? Selbst das Beobachten, bist dir das Funktionieren der Sinne bewusst? Alles ist automatisch da. Even the sense of doing something also selbst das Gefühl, etwas zu tun, erscheint dort auch. In front of what? Vor was? That which cannot be described. Vor dem, that was nicht beschrieben werden kann. Supreme consciousness. Das Supreme Bewusstsein. Is it clear? Ist das klar? Ja, intellektuell klar? Mehr als das. Mehr als das. Okay. Thank you. Danke dir.